What's poppin? Heute gibt es gefüllte Zucchini. Gefüllten Bikini hätte ich lieber. Gefüllten Bikini. Okay. Und in der heutigen Folge. Sicher, dass das 50 Gramm sind? Das okay, geht das halt einfach nicht. Easy, wir backen, das klappt eh nicht. Ich glaube, ich kann echt nicht kochen. Planänderung, wir improvisieren ein bisschen. Jetzt kommt der geilste Part. Es wird nicht klappen. Seien Sie jetzt live dabei bei der Katastrophe. Und los geht's. Mit Gemüse. Probier mal nur den Stängel und sag mir dann, wie geil der schmeckt. Na, richtig geil. Der beste Part der Petersilie. Also man kann es essen. Also Petersilie-Stängelsalat kochen wir beim nächsten Mal. Nein, garantiert nicht. Wusstest du eigentlich, dass man Petersilie nicht rauchen kann? Are you sure about that? Echt? Das habe ich bestweise noch nie ausprobiert. Wichtigste Aufnahme im Video? Really? Ah, mein Nagel. Wie macht er das? Ich kann das auch. Ich brauche kein Salz dafür. Ich wollte nur testen, ob mein Kameramensch auch noch voll bei Sinnen ist. Na, der stirbt halt vor Hunger. Das ist kein Problem. Gleich gibt's Essen. Das geht nämlich ratzfatz. Die Tomaten. Nachdem ich jetzt die Tomaten und die Petersilie kleingeschnippelt habe, geht es mit dem Wasserkocher weiter, wenn die Bürste wieder aufgeht. Wie geht ein Wasserkocher auf? Wie geht ein Wasserkocher auf? Ich glaube, ich habe es geschafft. Wasser von der Firma Leitung. Die machen gutes Wasser. Ja, und klappt das wieder zu. Mach's an. Ist es jetzt an? Nein, es ist aus. So, jetzt habe ich es anbekommen. Das rote Licht heißt, es ist aus. Genau. Yes. Genau, also nein, es ist an. The flashing green light means it's off. Unsere Droge ist nur gute Laune. Boah, war das kitschig. Der Schalter vom Wasserkocher wird gleich runterfallen. Ich bin bereit. Du kannst ihn umklappen, dann fällt er nicht runter. Wie viel brauchen wir? 50 Gramm? Ja, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Kannst du es auch abwiegen, wenn du möchtest. Also abwiegen wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Es fliegt auch gar nichts raus. 52 Gramm. Mmh. Ist ja jetzt wurscht, ne? Und schüttel die heiße Gemüsebrühe drüber. Okay, dann lassen wir das mal so ein bisschen hier stehen. Ja, noch paar Onlyfans-Peaks machen gleich. Ja. Ich habe nichts gehört, weil meine Augen brennen. Alles gut, ja. Ich habe nichts gehört, meine Augen brennen. Ja. Ich glaube, ich brauche eine Taucherbrille. Was ist denn mit Chrissy los? Das sieht gar nicht gut aus. Eieieiei, die halbe Schale mit. Was ist das denn, ey? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Trick 17. Work smart, not hard, ja. Yeah. So, nachdem ich jetzt auch die Zwiebel und den Knoblauch geschnippelt habe, kommt gleich noch die Zucchini und der Käse dazu. Vorher mache ich den Ofen an. Und zwar... So. Und wir haben soeben erfolgreich die Herdplatte eingeschaltet. Ja, das wollten wir nicht. Da wollte ich natürlich hin. Wir haben soeben erfolgreich die andere Herdplatte eingeschaltet. Wir haben halt auch ein kleines Problem mit dem, weil der ist noch nicht so ganz hoch, ne? Wie viel Wasser hast du? Das sieht mehr so aus wie, weiß ich nicht. Zu viel Wasser. 400 Milliliter. Und du hast 450. Also das ist jetzt ja kein... Ja, das verdampft ja, wenn es kocht. Da muss man ein bisschen mehr nehmen. Dachte, wir nehmen ein bisschen... Wir haben auch 2 Gramm mehr Couscous genommen. Haben wir eigentlich genug Couscous genommen? Oder haben wir vielleicht zu wenig Couscous genommen und genug Wasser? Das kann auch sein. By sheer coincidence. 50 Gramm. Also abwiegen wir, glaube ich, ein bisschen besser, weil dann haben wir das Problem hinten raus nicht. Und wir hätten eigentlich auch schon längst die Knoblauchgeschichte und Zwiebel... müssen. Warte, die brät man an? Ja. Aber warum haben wir das jetzt eigentlich mit den Tomaten und der Petersilie vermengt? Werden die auch angebraten? Nein. Warum haben wir das dann vermengt? Planänderung, wir improvisieren ein bisschen. Und an dieser Stelle einen kurzen Cut. Kannst du uns mitteilen, was uns soeben aufgefallen ist? Wie ich soeben festgestellt habe, ist zu viel Wasser. Das ist ja viel zu viel Wasser. In was habe ich denn da nur gemacht?
Und es hat sich herausgestellt, dass der Wärterherr das Rezept verändert hat. Und zwar von 2 Personen auf 4. Du wolltest das extra nochmal nachlesen zwischendurch. Und ich habe extra nachgefragt. Sicher, dass das 50 Gramm sind? Ja. Es waren vorher 50 Gramm. Und jetzt sind es 100. Das heißt, wir machen jetzt einfach nochmal neu Couscous. Ich glaube, ich kann echt nicht kochen. Das ist ein guter Slogan für den Channel. Ich glaube, ich kann echt nicht kochen. Achtung, heiß und käsig. Tada! Beautiful cheese. Meine einzig wahre Leidenschaft. Echt? Käse. Um die Zucchini kümmere ich mich natürlich gerne. Um die Zucchini. Zucchini-Profi. Stimmt, ich hätte mir den Käse drüber bröseln sollen. Hey, das wäre aber kacke, das ist ja besser. Ich bin K.O. heute. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Das ist aber besser, wenn der Käse da mit drin ist. Drüber bröseln, was soll das mit Käse überbacken, das klappt eh nicht. Käse unterbacken, das ist ja auch kein normaler Käse. Frag mich, wer nochmal gesagt hat, wir sollten nicht die dicken Zucchini nehmen, sondern lieber so kleinere Zucchini. Kannst du mich nochmal ganz kurz erinnern, wer das war, der das gesagt hat? Ja. Okay. Die Frau an der Kasse. Ach so. So, den müssen wir nur noch aushöhlen. Und es ist halt, es geht nicht. Es ist halt super hart, okay. Es geht das halt einfach nicht. Wir kamen auf die Idee, dass man Zucchini aushöhlen kann. Vor allem dauert das halt 10 Jahre, wenn du das jetzt echt so machst. Den hätte Couscous mir halt einfach Zucchini. Jemand zugehört und darauf gehört, dass ich gesagt habe, es sind vielleicht eventuell zu viele Zutaten. Vielleicht bin ich diese Person gewesen, aber nein, warum soll man mir zuhören? Ich habe dir zugehört, als du vorgeschlagen hast, dass wir das Rezept über den Haufen werfen, weil es scheiße ist und Zucchini-Pfanne machen. 2000 Jahre später. Kommen jetzt diese Zwiebeln mit Knoblauch hier dazu. Pinienkerne. Dann nochmal kräftig vermischen. So, nächster Schritt. Und zwar kommt der Couscous jetzt einfach da rein. Dann ein bisschen rumrühren und kannst rumrühren. Erst würzen, den anderen Schritt zugeben und dann einmal final rumrühren. Ich glaube, ich habe es gerade kaputt gemacht. Einfach nach Gefühl, 2 Esslöffel steht drin. Mach mal so, ein bisschen mehr. Passt. Ich mag kein Salz. Aber ohne schmeckt es ja nach nichts. Also reicht? Gut, dass ich jemandem Salzen überlasse, der nie Salz benutzt. Ein kleiner Scherz am Rande. So, jetzt kommt der geilste Part. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt rangehen soll. Wir machen einfach mal irgendwie, ne? Oh, wie schön du das machst. Danke. Nachdem jetzt alles fast geklappt hat, wie nach Plan. Ich bin gespannt. Das sieht richtig schön aus. Und jetzt hole ich das gute Teil mal raus. Wie weit kann ich das rausschieben? Du wirst nicht in halben Handschuh in die Zucchini dippen. Und es riecht mega geil. Ich bin jetzt echt gespannt. Yay! Es wird nicht klappen. Seien Sie jetzt live dabei bei der Katastrophe. Das Eis ist durchgebrochen, ja. Okay. Ja. Oh oh. Nee, kannst du vergessen. Ich nehme den mittleren. Oh oh. Oh, was tut sie nur? Ich hatte 4 Versuche. Bevor wir es jetzt verhunzen, dann ist das ein Teller mit 2. Ich hatte nur einen Job. You had one job. Welcome back. Ich gebe dem Ganzen einfach mal einen Versuch, ne? Immer der Zungentest. Der Zungentest. Der Zungentest. Oha. Der Zungentest hat versagt. Ich weiß nicht, was wir alles falsch gemacht haben, aber es schmeckt richtig geil. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Scheiß auf den Versprecher. Aber ist egal, probier's mal, ist richtig gut.